Herzlich willkommen zum Podcast der Profifoto-Ausgabe 1015. Die sieht so aus. Wir haben wieder einen bunten Mix aus Inspiration und Information zusammengestellt. Den Part der Inspiration übernimmt der Fotograf und Filmemacher Anton Korbein, der in seinem neuen Film Live Fotografie und Film miteinander verbindet. Erzählt wird die Geschichte einer Freundschaft, und zwar zwischen dem Schauspieler James Dean und dem Fotografen Dennis Stock. Hier der Trailer zum demnächst startenden Kinofilm. Du hast sicher von dem neuen Kazan-Film gehört. Da spielt ein interessanter Junge mit. Das ist das Unbeholfene. Er hat etwas sehr Unverfälschtes. Das kannst du nicht vortäuschen. Er heißt James Dean. Ich möchte früh dran sein. Ein Foto-Essay über ihn machen. Ein Foto-Essay über einen Unbekannten. Bin Jimmy. Dennis. Machen wir ein paar großartige Fotos oder was? Werden Sie mich berühmt machen? Das garantiere ich Ihnen. Wollen wir vielleicht irgendwo was trinken gehen? Hier liegt irgendwie sowas Besonderes in der Luft. Alles ist in Veränderung. In der Musik, der Kunst, der Fotografie. Und Jimmy ist Teil davon. Von denen kann ich live kein einziges anbieten. Ein Junge, der betrunken vor einem Bierglas sitzt. Ist das dein Idol einer neuen Bewegung? Mr. Warner steht voll hinter Ihnen, Jimmy. John Barrymore, Douglas Fairbanks, Cagney. Die folgten gewissen Regeln. Wenn Sie ein Star sind, dann können Sie sich mit Freunden treffen. Wir müssen durchhalten. Nur noch ein paar Wochen. Atme ganz ruhig und lächeln. Was auch immer aus Ihnen wird, es wird kein Zufall sein. Ich gehe komplett in meinen Rollen auf. Das ist meine Leidenschaft. Und nicht diese andere Scheiße. Er ist unzuverlässig. Er weicht mir aus. Er ist ein Künstler. Ich bin ebenfalls ein Künstler, John. Was gibt's denn? Komm runter, lass uns abhauen. Man muss mal 5 gerade sein lassen. Mein Gott, Jimmy, du bist wirklich hier aufgewachsen? Jimmy! Es ist wirklich schön, dich wieder hier zu haben. Wir sind sehr stolz auf dich. Ich kann ja schlecht mit leeren Händen zurückkommen. Denkst du, bei Live könnten die ihre Meinung ändern? Ich habe mich echt auf die Fotos gefreut, dass Live dazu Ja sagt. Vielleicht liegt dein Problem darin, dass du hergekommen bist und meintest, ich sei das Thema deines Ausflugs. Es ändert sich alles so schnell. Jeder will eine bleibende Erinnerung. Die Fotografie ist dafür bestens geeignet. Ich war dabei, du warst dabei. Ein Symbol der Hoffnung. Ja, damals, da war die Welt noch schwarz-weiß. Zumindest, was die Fotografie anging. Mit der Monochrom bietet Leica dem künstlerisch ambitionierten Schwarz-Weiß-Fotografen ein entsprechendes Werkzeug. Ragnar Axelsson hat die Leica M Monochrom in Island im Einsatz. My name is Ragnar Axelsson. I'm a photographer living in Reykjavik, Iceland. In the summertime I was in a farm. I was 10 years old and I got my father's old Leica 3G with me, and that was like when you're a fan of a football team, it sticks with your heart for life. It was the same with the camera. The new monochrome is with the black and white one. It feels like shooting on film again, because doing photographs on color and digital and changing it to black and white, it hurts my heart, you know, it feels like cheating. The picture is in color and you change it. But when using the monochrome, you're using it, the picture is in black and white. You see it in black and white. So that's a great thing about it. And the quality of it is from another world and extraordinary. And it's like a field camera, big field camera in a small box. And it's something I've never seen before. Life of the people that are living in these conditions, that living on the edge, and that was early on. I did not sense climate change or anything like that. I was freezing most of the time, but then I realized what was happening. So I continued documenting this changing life. The ice is getting thinner. There are fewer and fewer hunters. So I'm trying to document something that will fade away. Everything is in, you know, just you move your finger, and this, and when you grow up with this rangefinder cameras, you know exactly by this thing on the lens that
where the focus is. You remember it like 2 meters here, so it's like very quick. It's even quicker than out of focus. What I like about it too is that when you're shooting at like 320 ISO and it's stunningly good, it's like a field camera quality. And then you go up to 12,500 and it's like a fine grain film. And then you go to 25,000 ISO in hardly any light and it's great. The shutter noise is wonderful. It's like, wow. It's when I take pictures, you have to always think, what's your best pictures? And in my mind, it's the next one. Because I think if you think, oh, that's a great picture, I'm done. Now I can just relax. But you can never relax. You have to, you know, take the next one. That's gonna be probably, hopefully, a good one. And it's a seek all your life to find the picture. Weitere Könner in ihrem jeweiligen Sujet sind in der Leica-Galerie einer festen Rubrik der Profi-Foto zu finden. Außerdem inspirieren die Portfolios von Bruce Gilden, Werner Pawlok und vom Canon Profi-Foto-Förderpreis-Teilnehmer Marcel Maffei. Von der Inspiration zur Information. Die Profi-Foto 1015 klärt unter anderem die Frage, wer die besten Zoom-Objektive im Brennweitenbereich von 70 bis 300 mm baut. Testberichte zur Sony A7R2, zur Fujifilm XT10, zum Möchtegern-Photoshop-Konkurrenten Affinity und zum neuen Sigma 24-35mm Artobjektiv bieten darüber hinaus Lesestoff satt. Hinzu kommt das Profi-Foto-Spezial zur neuen Tamron High-End-Objektivlinie SP. Dagegen ist die Kamera restrikter, quasi Low-Tech. Der doch recht rudimentär gehaltene Fotoapparat hat aber eine Besonderheit. Da wo andere fotografieren, löst die von Philipp Schmidt erfundene Restricta einfach nicht aus. Ist also ein Ort bereits zu oft verewigt worden, zwingt die Restricta zur neuen Sichtweise. Wir fotografieren dieselben Orte immer und immer wieder. Für jede beliebige Stadt sind online tausende Fotos mit Geotech verfügbar. Manchmal frage ich mich, warum wir überhaupt noch fotografieren. Mein Name ist Carina Schwake, ich lebe in Kopenhagen und bin Fotografin. Fotos. 95. 236 Mal fotografiert. Ich experimentiere mit einer neuartigen intelligenten Kamera. Die Kamera bestimmt per GPS selbst ihren Aufenthaltsort und sucht dann online nach Fotos, die an dieser Stelle aufgenommen wurden. Hier wird die Anzahl der gefundenen Fotos des aktuellen Standpunktes gezeigt und außerdem gibt es hier oben noch einen Lautsprecher, über den man quasi die Anzahl der Bilder hören kann. Wenn an einem Ort schon genügend Fotos gemacht wurden, wird der Auslöser eingezogen. Das heißt, dann kann man keine Bilder mehr machen und das kann auch schon mal nerven. Das Geräusch verändert sich, je nachdem, wie viele Fotos für die aktuelle Position gefunden wurden.
Fitness-Selfies. Andererseits habe ich manchmal die Chance und dann natürlich auch die Verantwortung, das letzte Foto von einem Ort zu machen, bevor der Auslöser gesperrt wird. Das war wohl das letzte Bild hier. Oder sogar das erste Bild an einem Ort, wo vorher keine Fotos gemacht wurden. Das ist dann ganz sicher eine einzigartige Aufnahme. Das war der Podcast zur Profifoto 1015. Der nächste Podcast erscheint mit der Ausgabe 1115. Bis dahin hält profifoto.de und die Profifoto News App tagesaktuell auf dem Laufenden.